Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Star Wars Battlefront. Und ich suche gerade nach einer Runde Gefecht. Deswegen sind wir schon hier, weil ich davor nichts gefunden habe. Jetzt habe ich was gefunden. Wir sind aber noch nicht genug. Das heißt, wir warten mal hier. Meine Rebellen gehen alle wieder raus. Ganz toll. Jetzt hätte ich gerne hier noch drei Rebellen für unser Team. Ja. Schauen wir mal, ob das noch was wird. Ne, die gehen alle raus. Okay, dann suchen wir nochmal eine Runde Gefecht. Ob wir da was finden, und wenn nicht, dann spielen wir halt irgendeinen anderen Spielmodus. Gibt ja zur Genüge. Ah, das sieht doch gut aus. Beitreten. Gefecht auf den Schwefelfeldern. Schauen wir mal, ob die Runde erst begonnen hat oder ob wir da jetzt gerade nachjoinen. Auf jeden Fall muss ich mal gucken, ob ich was treffe. Ist auf jeden Fall meine neue Aufnahmesession, aber nur eine ganz kleine. Nur ein oder zwei Parts. Mehr Zeit habe ich gerade nicht. Also nicht wirklich eine Aufnahmesession. Das wäre dann schon zu viel. Aber es wäre ganz schön, wenn ich mal loslegen dürfte. Okay, die E11 haben wir dabei. Dann würde ich sagen, leg mal los. Die Runde ist schon im Gange, so wie es aussieht. Ja, und unser Team ist mal wieder total am reinkacken, so wie es aussieht. Und zwar kräftigst. 30 Punkte hinten ist natürlich echt toll. Und in so eine Runde geworfen zu werden, am Anfang von der Session, ist toll. Immerhin den Kill ist es bekommen, den habe ich ganz gut getroffen, den einen. Aber das wird auf Dauer wahrscheinlich nicht so gut werden in der Runde jetzt. Eigentlich sollte ich mich immer erst zwei, drei Runden einspielen und dann mit der Aufnahme anfangen. Und da steht noch irgend so ein Kackgeschütz da hinten. Ja, ich treffe ihn gar nicht. Aber ich lebe noch. Jetzt nicht mehr. Die Granate hat mich von hinten erwischt, und das hat gereicht, weil ich eben nicht mehr viel Leben übrig hatte. Ich befürchte, dass die Runde ziemlich kläglich wird. Sowohl mein Team als auch der Rest ist ordentlich am Reinkacken. Alter, nicht sein Ernst, der latscht dahin. Und meine Granate fliegt gegen Fels und kommt wieder zurück, also, naja. Ich will aber jetzt auch nicht unbedingt raus aus der Runde, das ist ja eh... Das Elend ist ja dann eh bald rum. Aber wir kriegen nicht mal 50 Punkte in der Runde, wenn ich so weitermache. Das Gegnerteam. Und bleibt mein Team unter 50 Punkte. Und das ist echt traurig. Ja. Und wie gesagt, wenn man die DL-44 hat, macht ganz viel Schaden. Und der hat wahrscheinlich zwei Kopfschüsse gegeben und zack, war ich tot. Da kann ich noch so anfangen, auf ihn zu schießen. Das bringt dann gar nichts. Da oben ist irgendwo jemand. Na, den habe ich ganz gut erwischt. Er mich aber auch. Na, jetzt kam er von hinten. Okay. 0 zu 5, ganz toll, 92 Pünktchen, nicht mal 100 Punkte gekriegt. Toll, muss ich echt sagen, das ist sehr, sehr nicht toll. Aber gut. Da sind wir ja jetzt einfach nur reingeschmissen worden. Stoned I am, sehr nettes Profilbild. Naja, das gibt halt nicht allzu viele Punkte, der Spielbonus ist da das einzige, was sich lohnt, gewonnen haben wir auch nicht. Gibt also nicht sonderlich viel. Aber dafür, dass wir jetzt erst 3 Minuten oder so in der Runde waren und unser Team so reingekackt hat, ist immer schön, dass man trotzdem einen Spielbonus bekommt. 2000 Erfahrungspunkte sind immerhin was. Naja, klar nicht so viel, wenn man jetzt aus der Runde nochmal 2000 mitnimmt, aber
besser als nix auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, ob die Teams jetzt vielleicht besser sind oder ob wir jetzt in der nächsten Runde auch auf die Schnuffel kriegen. Ich habe keine Ahnung. Das sehen wir ja dann jetzt. Und wie immer lautet das Motto, ihr wisst's ja. Hey, man muss tun, was man tun muss. Exakt. Okay. So, konzentrier dich. Ach, hör doch auf. Konzentrier dich, Spiel geht los. Okay. Zwar jetzt. Ich als erster rein hier in den Stollen. Ist die Frage, ob das eine tolle Idee ist. Eine Blasterkanone ist immer gut. Können wir eigentlich mal hier hinsetzen. Mal ganz lame abwarten, ob jetzt jemand vorbeikommt. Und den gleich mal wegseppen. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Wahrscheinlich schmeißt gleich einer mir eine Granate vor die Füße. Ich bin tot. Okay, meine Kill-Assist. Sollen sie nur kommen. Ich weiß, es ist ein bisschen arg lame, hier unten zu warten, bis jemand hier runterkommt. Aber gut, schauen wir mal. Fuck it. Ich hab's geahnt. Aber ich habe hier einen ganz guten Schild. Ja. Das war das Problem, das ich angesprochen habe. Ich habe zu lange gebraucht, bis ich wieder an meinem Geschütz war. Ich hätte stehen bleiben sollen. Die Granate hat nämlich nicht getroffen. Komm schon. Immerhin. Kritischer Kill-Assist. Oh, nee. Oh, ich hasse die mit ihrem Zielschuss. Ich hasse es so. Das ist noch was. Alter, was ist denn das hier? Entschuldigung. Kriegt einen Hustenanfall. Was ist denn das hier? Da spawnt man und kriegt direkt wieder auf die Fresse. 3 zu 14. Was ist denn hier los in der Runde? Man kommt hier rein, hat nicht mal die Chance, irgendwas zu machen. Ich habe immerhin fast den einen Kill geholt. Also kritischer Kill-Assist kann man schon fast mit einem Kill gleichsetzen. Und interessant wird jetzt halt, wie sich das weiterentwickelt. Ich würde mal sagen, wir haben keine Chance. Ich hätte aus der Lobby rausgehen sollen. So toll wie die erste Runde schon war. Gammelt der da rum. Typische Camper-Position da oben oder Sniper-Position. Ich gehe auch mal hier hoch. Da hat es noch ein Geschütz, das ist feindlich. So, das Problem hätten wir schon mal nicht mehr. Von wo werde ich beschossen? Ich sehe es nicht. Von unten kam der Beschuss. So, mein Freundchen. Ja. Feind erfasst mich, das dumme Geschütz hat mich nicht getroffen. Aber immerhin den einen Kill, ich stehe 2-4, das ist okay. Dafür, dass wir hier in der Runde so am Struggeln sind, absolut keine Chance haben. Wo geht's denn hier raus? Mann, sieht alles gleich aus da unten. Was schießt denn der da rum? Ich hasse die Leute, die einfach so, just for fun, gegen die Wand schießen. Ich hasse die einfach so, weil man denkt dann, das sei irgendein Feind und konzentriert sich, und wenn man Pech hat, kommt der Feind dann genau aus der anderen Richtung. Dann hat man halt richtig verschissen. So, den Kill habe ich. Ich unterstütze mal meinen Teammate. Der ist in das Ding reingelatscht, aber da war noch ein Schild. Ja, und die Granate hätte ihn dann letzten Endes geholt. Tot. Man sieht da auch nicht so viel, wenn man da gegen das helle Licht guckt. Da links kommen auch welche. Na, aus der Hüfte kann ich den nicht kriegen. Ich habe ihn zu spät gesehen mit dem Weiß, aber 3 zu 5 ist okay. Kann ich damit leben noch? Sehr schön, den Kill habe ich. Bisschen Glück gehabt, dass er sich dass er nicht geschossen hat. Ja, aber er ist schneller. Immerhin recht guten Kill-Assist bekommen. Ich bin Team Erster. Das muss schon mal was heißen, auch wenn unser Team natürlich enorm am Abdödeln ist. Aber immerhin. Nein, Mist. Was? Ein Leben? Nee, ist nicht wahr. Ein Leben hatte der Sack noch übrig. Ach man. Was? Ja genau, er räumt nicht mit dem Zielschuss ab und der mit seiner Rakete trifft nicht mal.
stehe ich schon wieder 4 zu 8. Das ist echt unglaublich, wie schnell da die KD wieder kippt. Nur weil der Teammate es enorm verkackt hat. Ach, nö. 8 Leben hatte der noch übrig. Also jetzt waren schon 2 Kills, die mit unter 10 Leben rausgegangen sind. Alter! Hör doch mal auf mit der Scheiße! Tut mir leid für den Ausdruck, aber es ist doch wahr. Nimmt sie die Rakete, ballert rein und zack. Ein Halb. Ach was. Das tun wir schon seit Anfang der Runde. Du Scherzkeks. Och nö. Lag da eine Annäherungsbombe mitten auf dem Weg. Ist ja ätzend. 4 zu 11. Das entwickelt sich schon wieder in so eine Kackrichtung. Ach, Mann. Oh. Vielleicht treffe ich von hier oben jemanden, ich weiß es nicht. Das sind Teammates. Da ist noch ein Kollege. Ach, von hinten kam noch einer. Der nimmt sich da easy mal die 2 Kills mit. Und die sind schon wieder fast fertig. Diesmal schaffen wir immerhin 50 Punkte. Hoffe ich doch. Fehlt noch einer. Junge, mach doch das Geschütz mal weg. Da steht ein feindliches Geschütz direkt neben ihm. Er checkt's nicht. Okay, wir haben 54 Punkte, naja, immerhin. Und ich krieg noch einen Kill für die Runde, auch schön. Naja. Und sterbt nochmal. 5 zu 13, 5 davon 10. War nicht die beste Runde. Ich habe ganz gut angefangen, habe dann aber ziemlich nachgelassen, muss ich echt sagen. War nicht so der Knüller. Aber gut. Moskito. 10 Killassists und 11 Kills mit Sprengsätzen. Alter, leicht übertrieben. Jetzt haben wir immerhin fast 1000 Punkte mitgenommen aus dem Kampf. Und sind bald im nächsten Rang. Ich weiß gar nicht, was für Rang bin ich denn. 26 oder 27, irgendwie sowas. Sehen wir gleich. Moment. Ich bin Rang 26, okay. Dann bin ich bald Rang 27, aber das war's auch schon wieder für die Folge. Wie gesagt, ich muss ein bisschen vorproduzieren, habe wenig Zeit, deswegen werden die Parts so zwischen, naja, eigentlich wollte ich eine Viertelstunde schaffen, jetzt sind es 13 Minuten. Aber gut, so zwischen 15 und höchstens 20 Minuten. Und dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.